Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grow Song of the Evertree. Ja, wir haben noch nichts gemacht, mehr oder weniger. Nur 8 Gebäude gebaut und unsere Stadtzufriedenheit ist schon bei, jetzt habe ich gar nicht gesehen, 8%, glaube ich. Oh, wie ärgerlich. Ich glaube, die Berechnungen sind falsch. Wieso? Welche Berechnungen? Aha. Ach so, was ich euch auch noch eben sagen wollte, jetzt muss ich gerade mal überlegen, mit I komme ich rein. Ich habe zufälligerweise, allerdings leider offline, noch 2 perfekte Weltensamen erstellt. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Der hier, genau, das war stachelig mit dem letzten. Der hier hatte 10 ausgetrocknet drin. 15 ausgetrocknet, 10 trocken, 15 warm und 10 stachelig. Das konnte ich mir gerade noch aufschreiben und da habe ich es mir dann letztendlich vorher aufgeschrieben. Bei dem hier hatte ich, das war das mit dem Wässrig, genau, hatte ich 10 Wässrig drin, 25 eisig, 10 funkelnd und 5 bitter. Also wenn ihr die perfekten Weltensamen machen wollt, dann könnt ihr die damit, ich muss was weitergehen, okay, könnt ihr die erstellen. Hab ich mich jetzt gerade erschrocken. Gameplayerin, du bist zu Hause. Nein, eigentlich nicht. Ich bin auf dem Weg. Ich habe keine Zeit. Puh, ein Glück. Ich will mit dir wohin gehen. Nein. Komm schnell. Och Mann. Immer dann, wenn man es gar nicht gebrauchen kann. Überraschung, Gameplayerin. Oleander wollte, dass wir wieder zusammen campen gehen. Du bist überrascht, oder? Ich bin genervt. Er hat mir auch gesagt, dass ihr endlich ein Paar seid. Okay, sie will anscheinend wirklich nichts von mir. Sie ist nur meine gute Freundin. Okay, hat auch lange genug gedauert. Wieso sind wir ein Paar? das habe ich doch gar nicht bestätigt, oder? Es war beinahe schmerzhaft, euch zusehen zu müssen. Da bist du ja, Oleander. Ich habe was mit ihm geflirtet, aber ich habe nicht gesagt, dass wir jetzt ein Paar sind, oder? Entschuldige, dass ich zu spät bin. Es gab noch eine letzte Sache, die ich vorbereiten musste. Ich bin froh, dass du gekommen konntest, Gameplayerin. Aralyn hat mir mit der Planung geholfen. Sie hat auch all deine Lieblingsessen aus deiner Kindheit gemacht. Heute feiern wir unsere Kindheitserinnerungen und schaffen dazu noch neue. Also, haut rein. Wenn das jetzt länger dauert, schaffe ich das gleich nicht mehr mit dem einen. Mann, ich bin voll. Das ganze Essen hat mich müde gemacht. Also lege ich mich jetzt etwas schlafen. Gute Nacht, ihr zwei. Aralyn muss wirklich müde sein. Sie hat so viel Zeit damit verbracht, mir mit dem ganzen Plan zu helfen. Gameplayerin, danke, dass du meine Gefühle erwiderst. Ich weiß, wir haben Jahre gebraucht. Aber du sollst wissen, dass ich mit niemand anderen lieber zusammen wäre. Und ich habe diese Blumen für dich gesammelt. In der Blumensprache bedeuten sie geliebte Person. Wir haben die ganze Nacht geredet und uns gemeinsam den Sonnenaufgang angesehen. Okay. Aber immerhin kriegen wir dann nochmal die Miura, die wir verdient haben. Zumindest hat das Ganze ein positives Ergebnis. Ja, brauchst du mir nicht zu erzählen, weil da wird sich nicht viel dran geändert haben. Okay, 2 Personen sind angekommen. Es waren übrigens nicht 8%, sondern 9%, sehe ich gerade. Darf ich vielleicht jetzt endlich mal dahin gehen, wo ich hingehen möchte? Da wäre ich sehr froh drüber, ehrlich gesagt. So, wir haben ja tatsächlich noch was. Da müssen wir schnell die Truhen nochmal eben machen. Weil je mehr wir natürlich, oder je schneller wir die Truhen natürlich, Tropfen, danke, okay. Die Truhen natürlich öffnen, umso schneller holen die uns wieder neue Sachen. Das wollte ich eigentlich sagen. So, hier haben wir noch eine Truhe. Da. Was haben wir hier? Tropfenstrauch. Naja, so richtig gute Sachen haben wir eigentlich nicht. Holz ist noch ein bisschen dabei. Kieferentfaltung. Okay. Na gut.
So, dann haben wir noch theoretisch einen auf dem Immerbaum. Der hat aber noch nichts gemacht. Okay, dann gehen wir zum neuen Gebiet. Ja, ich weiß, ich weiß. Okay, wir können das hier eben einfordern. Ganz wichtig. So, Leute, rennt mich doch nicht alle um hier. Hey, hey. Du möchtest ein Badehaus. Das können wir, glaube ich, aktuell auch bauen. Also, eventuell darauf bezogen, dass ich jetzt nicht genau weiß, ob wir die Ressourcen haben. Hallo? Ich habe dich doch gerade einziehen lassen. Ja, du sollst immer noch einziehen. Ach so, ich habe dich nicht zugeordnet. Aha, verstehe. Das große Haus. Nein. Warum darf ich das nicht verwalten? Hallo? Jetzt. Nein, ich will kein. Nein, 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 nein. Ich will immer noch das machen, wo ich die ganze Zeit drauf gedrückt habe. Ich will nämlich die Marken hier reintun. So, zwei Bewohnerplätze. Och, ich habe wieder einen ganz bösen Frosch hier im Hals. So, dann haben wir hier einen Angestelltenplatz, genau. Jetzt mit den Anpassungen, das machen wir gleich noch. Erstmal großes Haus. Da Marke. Dann machen wir nochmal zwei Bewohnerplätze rein. So. Erstmal schnappen wir uns hier die Bewohner. Oh, perfekt. Der möchte auch ins Badehaus. Ja, dann geh doch direkt zu ihr rein. Könnt ihr direkt morgens zusammen zur Arbeit gehen. Vielleicht werdet ihr auch ein Pärchen. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber ich glaube, das erste war eine Frau und das zweite ein Mann. Rufus, woher kenne ich den Namen? Tierchencenter. Ich möchte endlich ein Tierchencenter machen. Aber ich glaube, dazu muss ich auch Tierchen wieder adoptieren, oder? Ja, egal. Trotzdem, ich lasse dich mal einziehen kommen. Du kannst in das andere große Haus. Hallöchen, habe ich nicht eben mit dir gesprochen oder sah die nur so ähnlich aus? Gemischtwarenladen. Dich lassen wir auch einziehen. Du darfst zum Tierchenladen. Zum Tierchenladen-Typen einziehen, das wollte ich sagen. Gesundheit. Warum müssen mich die Leute hier eigentlich ständig anniesen? Aber immerhin sind die gut erzogen. Die niesen immer in ihren Ellenbogen rein. Also die niesen mich nicht direkt an. So. Ich glaube, hier läuft jetzt keiner mehr rum, wenn ich es richtig gesehen habe. Verwalten. Ich hoffe, wir kriegen das heute noch hin. Ansonsten müssen wir leider die Sache mit dem Fragment aufs nächste verschieben. Ach, ich weiß gar nicht. Fürs Gasthaus haben wir gar keinen, ne? Ah, ich weiß auch ehrlich gesagt. Ah, doch, entfernen. Aber ich weiß nicht, wie das dann ist. Ich hoffe, dann entferne ich nicht den kompletten Bewohner. Ach so, ich habe ja auch noch gar nichts gebaut. Ich bin so blöd, ich bin so blöd. Moment. Gemischtwarenladen und zweimal. Nee. Zweimal Badehaus, Gemischtwarenladen und Tierchencenter. Jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Gemischtwarenladen, Tierchencenter und zweimal Badehaus. Keine Sorge, ich will nicht zweimal das Badehaus machen. Gemischtwarenladen. Oh, könnt ihr hier mal ein bisschen. Passt wahrscheinlich nicht, oder? Echt jetzt? Ah, Moment. So, Gemischtwarenladen. Badehaus und Tierchencenter. Badehaus ist hier. Fuck, ich habe das Tierchencenter ja noch gar nicht freigeschaltet. Nein! Aber ich wollte es freischalten. Da muss sie halt nur ein bisschen länger darauf warten, bis die Arbeit bekommt. Gut, hier haben wir jetzt soweit alles freigeschaltet. Warum kann ich doch? Kann ich doch? Dann machen wir das so. So nah wie möglich natürlich rechts dran. Hallo? So. Okay, dann werden die beiden gebaut. Ja. Jetzt haben wir schon 10 Minuten wieder unserer Zeit verschwendet. Oh. Da wollte ich natürlich nicht rüberspringen. Scheiße. 10 Minuten verschwendet. Also, ich werde das mit den Farben, also das war das Einfärben und das war das ein bisschen verschönern und so. Das werde ich definitiv offline machen. Das braucht ihr ja nicht mit anzusehen. Ich hoffe, dass ich das jetzt hier in einer Folge reinkriege mit dem Tempelding hier, mit dem Kammer der Warnung, genau.
Weil wir doch jetzt sehr viel Zeit verloren haben. Ach, sowas hasse ich immer. Kann man hier... Oh ja. Anscheinend ja. Okay. Jetzt habe ich Mist gebaut. Ach so, nee. Das kommt zu mir runter. Okay. Kann man nichts mitmachen. Das ist einfach nur... Da hinten kann ich rum. Da kann ich anscheinend nicht rum. Ich würde es jetzt lieben, wenn es relativ schnell gehen würde und man einfach nur Schalter drücken musste. Ich meine, ist auch mal was anderes dann zumindest. Um die Ebenen zu bewegen. Oh. Harry Potter-mäßig bewegt sich ja gerade die Brücke. Oh je. Das ist wie nee, nicht die wandelnde Brücke. Wie hieß denn die Brücke nochmal bei Harry Potter? Die dann immer wieder zu... nicht Brücke, diese Treppen meine ich. Die dann immer wieder zwischen den Stockwerken umherschwingt. Also in der Mitte ist das Ding, das muss ich ganz außen hinkriegen. So viel habe ich verstanden. Jetzt ist die Brücke schon wieder weg. Ist das euer Ernst jetzt, dass man noch nicht mal diese Sequenz hier angucken kann, ohne dass das hier wieder geändert ist? So, ich denke aber, dass ich hier erst was drücken muss. Ich bin mir nicht sicher. Oder es geht dann wieder runter. Oder hoch. Nee, es geht wieder hoch. Scheiße. Ah, okay. Dann komme ich da zu dem nächsten Ding hin. Ach so, Moment. Die Frage ist aber... Doch, dann komme ich... Mit dem hier aber da oben hin. Das heißt, das können wir theoretisch jetzt so lassen. Nehme ich an. Ich bin mir nicht sicher, aber nehme ich an. Dann warten wir jetzt erstmal, bis es wieder hier ist. Okay. Erinnert mich auch so ein bisschen an Sherlock Holmes. Bei The Devil's Daughter, da war auch sowas mit den Wänden. Ja, genau, mit den Wänden, die sich immer wieder bewegt haben, wenn man auf irgendwas gedrückt hat oder so. So, das schaffe ich nicht mehr, das war mir schon klar. Okay. Ach so, das habe ich jetzt... Ah, ja doch, dann habe ich es doch richtig gemacht. Es war aus reinem Zufall... Aber ich habe... Oh, ah ne, da muss ich noch was drücken. Das ist schlecht. Jetzt geht das nach unten. Ich weiß nicht, ob das schlecht ist, aber... Das hilft uns jetzt doch nicht weiter. Ach so, das ist hier runtergekommen. Oder wie? Hä? Tatsächlich. Bin ein bisschen verwirrt jetzt gerade. Aber Hauptsache, das funktioniert jetzt so, wie wir hier weitergehen müssen. Mehr interessiert mich jetzt hier auch nicht. Okay, sag mir bitte, dass das das Richtige ist. Okay. Ja, was hast du jetzt bewirkt? Ach so. Ja, man sollte auch weiter geradeaus gucken, wenn man schon hier dran ist, ne? Was ist mit dir? Nicht gut. Oh, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Oh, ich hoffe, dass die sich nicht umdrehen, wenn ich dem jetzt hinterherlaufe. Jetzt bin ich richtig gearscht. Wenn die gleich jetzt beide auf mich zukommen oder sowas. Ich weiß auch nicht, ob man da eventuell Platz hätte. Oh. Schnell mal öffnen. Okay, also theoretisch hätte ich hier Platz, mich hier zu verstecken. Muss da weiter, okay. Sag mir bitte, dass du jetzt nach rechts weitergehst. Die hintere kommt nämlich schon. Okay, sehr gut, danke. Hier oben werden auch welche sein. Ja, hier ist auch wieder so ein Ding. Boah, das hört sich an, wenn man hier bei den Ranken steht. Schrecklich.
Okay. Das erinnert mich jetzt wiederum an Star Stable. Da musste man auch die ganze Zeit den Geistern ausweichen. Das war so ein kleines Pac-Man-Spiel. Eigentlich ist es hier auch ein kleines Pac-Man-Spiel, wenn man so will. Habe ich jetzt so noch nicht drüber nachgedacht. Aber im Endeffekt ist das so die Art und Weise. Ich muss aber, glaube ich, nach rechts, oder? Theoretisch hätte ich da jetzt... Ja, theoretisch könnte ich jetzt hier durchrennen, aber ich gehe lieber auf Nummer sicher. Manchmal bin ich so ein kleiner Schisser. So. Ich meine, so sicher ist das nicht, ne? Theoretisch könnten die also auch wieder beide umdrehen und mich dann hier weghauen. So, wo sind wir denn jetzt hier? Oh, was jetzt? Okay, rechts ist das Ding, was ich brauche. Oh nein! Ich hasse euch! Oh, ich hasse euch abgrundtief, ehrlich. Da muss ich komplett drüber. Nee, hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Musste ich bei dem einen jetzt das nicht rein? Nein, warte auf mich. So, die Frage ist jetzt, wie komme ich da jetzt rum? Oder kann ich mich hier hinter den Wänden verstecken? Das sieht mir fast so aus. Das probieren wir mal eben aus, weil wenn das... Aber das geht auch nicht ganz rüber. Nee, okay, dann kann man auch so durchlaufen. Ah, ich bleib mal lieber dahinter. Wenn ich da was falsch mache. Beziehungsweise nicht schnell genug bin oder wie auch immer, das wäre, glaube ich, nicht so günstig. Ich gehe davon aus, dass du dem gleichen Muster folgst und ganz nach rechts zum Rand gehst, wie dein Vorgänger. Dankeschön. Okay. Ja. Aber hier können wir theoretisch trotzdem ein bisschen schneller machen. Hier kommt das, glaube ich, hin, ne? Die Frage ist jetzt, was ist jetzt schneller? Die Brücke oder das Ding? Oh, oh. Okay, es wird die Brücke sein. Sehr gut. So. Da hinten war aber trotzdem irgendwas, habe ich doch eben gesehen. Ach, da muss ich den Schalter drücken, vermutlich, ne? Okay. Ja, ja. Okay. Okay, okay. Ich hoffe nur, dass die sich jetzt nicht bewegen. In der Zeit, wo ich jetzt hier auf dem Schalter stehe. Oder dass ich trotzdem noch genug Zeit... Ja, er bewegt sich aber trotzdem weiter. Na toll. Das ist echt geil. Du kannst dich selber nicht bewegen. Na gut, immerhin haben sie es so gemacht, das ist fair. Dass man dann trotzdem hier stehen kann. So, ja, schwer ist es nicht, aber man muss schon... lange warten, bis dann die Sachen auch alle da sind. Und ich befürchte, ja, es sieht doch wirklich so aus, dass wir das Ganze auch wieder auf drei Ebenen machen. Oh, ich sehe so ein bisschen aus wie so ein Geist. Oder wie ein Dämon, je nachdem. So. Okay. Boah, habe ich mich jetzt erschrocken. Ich dachte, der steht direkt vor mir. So, der kommt aber nicht hier rein. Nee, der kommt nicht hier rein. Okay. Gehen wir mal wieder lieber auf Nummer sicher, auch wenn es dann ein bisschen länger dauert und ich dann ein bisschen davon genervt bin. Aber so kommen wir wenigstens. Wir stehen ja hinter dem. Wir können dann auch die Truhen in Ruhe öffnen und einsammeln. Das ist zumindest schon mal etwas. Aber ich finde es wirklich mega, mega geil, das Spiel. Also... ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe oder vielleicht habe ich es jetzt auch ein bisschen öfter gesagt. Anfangs habe ich ja noch gesagt, dass mich das Ganze so ein bisschen an My Sims erinnert. Da muss ich jetzt so sagen, die haben keine
Rätsel oder sowas gehabt. Könnte ich doch eigentlich mal eben schnell durchhuschen. Die haben nicht solche Rätsel oder ähnliches gehabt. Die haben halt auch nur so diese Städtesimulation gehabt. Achso. Ich wusste, von rechts kommt einer. Ich hoffe, der kriegt mich da jetzt nicht. Weil ich mich jetzt nicht bewegen kann. Und das mit den Essenzen und so. Also da war es dann Städte aufbauen nach den Vorlieben. Also ähnlich wie hier soll man das Haus gestalten. Man soll irgendwas gestalten, was dann ins Haus reinkommt. Also beispielsweise man soll den Leuten ein Bett machen oder sowas mit 4 von den Essenzen, 10 von den Essenzen, so in der Art. Was ist das Fragment? Das sieht so komisch aus. So, da muss ich hoch. Frage ist, nee, da hinten ist nichts. Okay. Die Frage wäre, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, weil ich so schön am Reden war. Da hinten ist noch was zum Einstellen. Da kommen wir jetzt aber so nicht hin. Ne? Wenn ich das richtig sehe. Da kommen wir auch nicht hin. Also im Endeffekt kommen wir nur hier hin. Aber da können wir nicht durch, oder? Doch, da können wir runter, glaube ich. Ich hoffe, du bleibst jetzt da auf der Seite, beziehungsweise gehst nur geradeaus. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht beobachtet, wie du gehst. Ja, aber er geht nur geradeaus, okay. Da hinten muss ich auf jeden Fall hin. Die Frage ist nur, ich muss... Vermutlich... Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Hilfe! Okay... Ach, ich bin so doof. Ja. Und ich habe mich noch gewundert. Ich kann ja eigentlich mit dem Ding fliegen, aber scheinbar nur in die andere Richtung. Okay. Nee, dann lasse ich mich sterben. Ich will jetzt nicht hier unten landen, um da jetzt nochmal hoch zu müssen. Aber jetzt wird es ein bisschen kompliziert hier. Finde ich. Also, ich komme da nicht hin. Unten war ich aber eben. Das bringt mir auch alles nichts mehr. Und von da bin ich ja jetzt gerade gekommen. Aber da war wirklich nichts. Es ist zwar dunkel, aber da ist nichts. Ach! Oh, ich bin tatsächlich blöd. Kommen wir denn da hin? ach, da kommen wir da hin. Ach, okay. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich das nicht mitbekommen. Da unten ist noch eine Truhe. Ich will da jetzt aber ehrlich gesagt nicht runterspringen. Das wäre zwar schön, die Truhe noch zu bekommen. Und da ist mit Sicherheit, denke ich mir, irgendwas Seltenes drin. Aber. Ja. Aber das wollen wir jetzt gar nicht herausfinden. Und zum Zurückgehen, nehme ich mal an, soll ich dann da drüber springen, oder? Damit es schneller geht. So, gute Frage. Wo war das jetzt? Ach so, da hinten. Doch, da hinten. Probier das mal aus. Kann ich? Ja, jetzt kann ich. Mann. Jetzt kann ich hoch. Okay. Kommt der bis hier? Ach, der ist auf dem Rückweg. Okay, dann kann ich hier. Wenn ich dran denke, was ich vermutlich nicht mache, dann könnte ich theoretisch die Truhe noch auf dem Rückweg holen. Ja gut, wenn nicht, dann habe ich es eben nicht gemacht. Dann habe ich halt Pech gehabt. Das kommt mir jetzt aber doch ein bisschen weit hier rüber gerade. Eieiei. Ich meine, auf der anderen Seite wäre es nicht so nah gewesen. So, perfekt. Die Frage ist, da kamen wir direkt hin, ne? Ja, unser Kristallfragment. Ich schaue dann immer mal, aber da ist nichts mehr. Liedfragment der Warnung. Es sucht das Baumherz, es sucht das Baumherz. Oh, ich bin so happy. Vor allen Dingen haben wir das dann doch in... der ging aber, glaube ich, nicht weiter. Ne? Geht jetzt nicht hoch. Doch in einer relativ guten Zeit noch hinbekommen.
Wobei wir ja noch die Geschichte gleich dann anhören müssen. Das ist die Frage. Wie gesagt, ich würde gerne die Truhe haben. Raus komme ich, glaube ich, unten geradeaus, wenn ich das richtig sehe. Ich käme. Ich weiß nicht, ob ich das wagen soll. Ne, da komme ich nicht so weit. Nee, nee. Gut, dann nehmen wir doch... Dann müssen wir doch die Folge leider ein bisschen überziehen. Dann müssen wir nämlich doch auf das Ding warten. Wenn ich da jetzt natürlich runterfallen sollte und dann komplett woanders auskommen sollte, dann habe ich ehrlich gesagt auch keine Lust, das nochmal zu machen. Aber ich möchte doch gerne wissen... Ach, da unten ist noch eine Truhe. Das ist ja doof. Komme ich aber über die Ranke nicht hin, oder? Nicht, dass ich da runterfliege. Ich meine, theoretisch müsste ich über die Ranke zumindest so weit wieder zurückkommen, dass ich Richtung Eingang irgendwie komme. Aber ich bin mir jetzt nicht so sicher. Okay. So. Einfach mal ausprobieren. So, was haben wir denn hier? Das war ja nur Tapete. Ich dachte, ich kriege jetzt hier irgendwas mega Außergewöhnliches oder so. Okay, wir kommen definitiv nicht über die Ranke nach oben. Also nehme ich mal an, dass wir uns irgendwie, hallo, unseren Weg nach unten bahnen müssen. Das ist doch der Ausgang, meine ich, oder? Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Oder ist das der Ausgang? Doch, das ist der Ausgang. Ha! Okay. Juhu! Ja, dann könnten wir jetzt die zweite Truhe leider nicht holen. Ich meine, theoretisch könnten wir jetzt nochmal das ganze Stück nach oben laufen. Aber ganz ehrlich, das ist es mir auch nicht wert. Und nachdem ich jetzt schon festgestellt habe, dass da eh nur Tapete drin war. Ja. Das hätte ich mir dann eigentlich auch sparen können, wegen der einen Tapete. So, dann einmal zurück zum Alchemiehaus. Hui! Und einmal zur Baumherzkammer. Hallo, Kammer. Ich bringe dir dein vorletztes, meine ich zumindest, dein vorletztes Liedfragment. So. Moment, hier fehlt auch eins. Oh, dann müssen wir, glaube ich, danach doch noch zwei machen. Zwei. Und das hier. Nee, da müssen wir noch drei machen. Also hier nach jetzt. Unten ist ja nichts mehr. Ne? Oh. Ich dachte, wir wären damit dann fertig in zwei Versuchen. Mist. Erinnerungen des Immerbaums durchströmen dich. Die Ära der Alchemie war wahrlich eine glückliche Zeit. Obwohl Harmonie eine empfindliche Sache ist. Sie kann ohne die Gefahr der Zwietracht nicht existieren. Aber die Jünglinge und ich waren so von dem, was die Alchemie uns gab, geblendet, dass wir nicht bemerkten, wie das Gleichgewicht zerfiel. Obwohl mich die Ansprüche der Alchemie ermüdeten und schwächten, gab ich ihnen all das Miora, das ich geben konnte. Weil der Wohlstand der Jünglinge mir Freude brachte. Die Alchemisten von Immerherz, jene, die meinen Herzen am nächsten waren die ersten, welche die Zwietracht wahrnahmen. Sie baten die Meister zu lauschen. Doch die Meister weigerten sich anzugeben, dass die Alchemie der Grund für die Zwietracht war. Sie flehten die Alchemisten, alle Jünglinge an, sich weniger auf Alchemie zu verlassen. Aber sie weigerten sich. Sie konnten die Anzeichen der Disharmonie nicht wahrnehmen. Wir hatten keinen Frieden mehr. Weil sie nicht mehr zuhörten.
Das Schöne daran ist, da können wir jetzt die zwei neuen Samen wieder einsetzen. Ach ja. Achso, das können wir noch einfordern, genau. Moment, was können wir hier noch einfordern? Da ist auch noch was. Repariere die Docks. Das habe ich gedacht, habe ich gestern schon eingefordert. Also in der Gäste. Ach nee. Ach ja, da war ja nur dieser Tag dazwischen wegen Anna. Nee, Anna Lynn. Ja, doch, so heißt sie, ne? Okay. Immer nur Tapete. Aber gut, ich meine, ich brauche ja auch neue Tapete, weil sonst kann ich die ja nicht umgestalten. So. Ah, Neonschild fürs Restaurant. Ah, das ist sehr schön. Okay, das können wir so nicht machen. Ich dachte jetzt, da wäre vielleicht noch was wegen den anderen Samen. Also wenn ich es jetzt gerade richtig gesehen und gezählt habe, dann muss ich noch 3 reinmachen. Das heißt, aber es könnten wirklich eventuell noch 2 sein, dass das, dass ich eins jetzt nicht richtig gesehen habe oder so. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ja. Ich würde aber sagen, da die Folge jetzt doch ziemlich lang geworden ist, dass ich hier erstmal einen kleinen Cut mache und dass ich dann die Verschönerung der Gebäude und so in der Stadt und ja, ansonsten bin ich ja jetzt nur im Baum, dass ich das dann offline mache und wir pflanzen dann diese 2 neuen Samen in der nächsten Folge gemeinsam an und schauen mal, was wir noch alles, ja, teilweise vielleicht auch ein bisschen ältere Sachen, aber auch hoffentlich noch viel Neues erleben und entdecken werden können. Bis zur nächsten Folge. Ciao!